Spielreifen. Hier auf der Avis heute kein Reifenpoker notwendig, denn ein bisschen bedeckt zwar der Himmel, aber es wird sicherlich trocken bleiben, dieser Reifenrollwagen hier. Deshalb ziemlich leer, nur Slicks zum Auswechseln aufgezogen. Diese profillosen Reifen für trockenen Straßenbelag, die den meisten Grip, den meisten Halt versprechen. Eine reifenräuberische Strecke, zum einen wegen der Spitzkehre, das werden wir nachher sehen. Da heißt es dann voll in die Eisen gehen, runterbremsen von den sechsten in den ersten Gang. Dafür das Wetter ganz gut. Wir haben 19 Grad Außentemperatur, Lufttemperatur, 20 Grad auf dem Asphalt. Das ist für die Piloten überhaupt kein Problem, mit diesen äußeren Bedingungen zurechtzukommen. Und wir machen noch mal eine kleine Pause, bevor es hier richtig losgeht. Wir sind gleich wieder auf der Avis für Sie zurück. Der ADAC Super Tourenwagen Cup wird Ihnen präsentiert von D1. Die Motoren sind angelassen, es geht in wenigen Sekunden los. Neben mir zum ersten Mal mit einem Nissan überhaupt im D1 STW Cup auf der Pole Position, der Brite Keith Odor. Er ist noch nie hier auf der Avis ein Rennen gefahren, ganz interessant. Er hat sich Videos angeschaut vom letztjährigen Rennen, sich damit auf dieses Wochenende vorbereitet, hat sich ins Ersatzauto reingesetzt, nachdem er vor zwei Wochen auf dem Salzburgring sein eigenes zerstört hat. Und siehe da, ein paar 95er Teile eingebaut und schon läuft erste Pole Position für Nissan. Ob es was bringt, ob Keith Odor diese Pole Position im Start umsetzen kann, lange halten kann auf einem nicht ganz leicht zu fahrenden Kurs auf der Berliner Avis. Das alles sehen Sie jetzt. Weitere Informationen von Ihrem Kommentator Thomas Vogt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung. Ja, dieser Keith Odor, der war heute früh im Aufwärmtraining genauso wie einige anderen sehr überrascht, denn plötzlich waren es die BMW-Piloten, die richtig zuschlugen auf den ersten drei Plätzen im Aufwärmtraining. Ausschließlich BMW-Fahrer, also eine ähnliche Situation wie vor 14 Tagen auf dem Salzburgring. Jochen Winkelhock war heute früh der Schnellste, hat noch in der Nacht die Abstimmung seinen Schnitzer BMW ändern lassen und er war überaus zufrieden mit diesen Änderungen. Heute früh sein Auto, so die Aussage des Schwaben, nahezu perfekt. Die Einführungsrunde läuft bereits auf diesem 2,640 Kilometer langen Kurs auf der Berliner Stadtautobahn. Und der blaue Nissan Primera auf der Pole Position, das ist eine Premiere. Keith Odor auf Startplatz 1, neben ihm Jochen Winkelhock, und ich darf es Ihnen versprechen, der Start wird hier ganz, ganz wichtig sein. In der zweiten Reihe Frank Bieler und Roland Asch, also der Tabellenführer und der schnellste Ford-Pilot. Dann in Reihe 3 Emanuele Pirro, der eingeflogen wurde aus Italien, um Bieler zu helfen, und Alexander Burgstaller, der BMW Junior. Die Reihe 4 mit Peter Cox, den Teamkollegen von Jochen Winkelhock, und Rinaldo Capello, auch der zur Verstärkung des Audi-Teams hier in Berlin am Start. Roberto Ravaglia in der fünften Reihe und Alfred Heger, beide im Aufwärmtraining sehr schnell unterwegs. Sascha Maaßen in Reihe 6 mit dem zweitbesten Nissan Primera und Klaus Niezwitz im besten Honda Accord. Das eine kleine Enttäuschung, aber auch in Salzburg zuletzt ja die Honda im Training nicht schnell. Tamara Vidali in Reihe 7, die schnellste Lady, und Marc Gindorf, der beste Privatier, auf dem hervorragenden 14. Startplatz. Steve Soper nur in der 8. Reihe, daneben Philipp Peter, Privatfahrer aus Österreich, dann Armin Hahn und Johnny Hauser. Das sind jene 18 Fahrer, die innerhalb einer einzigen Sekunde im Training lagen. Dann erst Jörg Müller, der amtierende Formel-3-Meister, und Terry Butzen im besten Allrad-Mondeo. Die Reihe 11, enttäuschend Hans-Joachim Stuck nach seinem Trainingsunfall gestern, und Alex G., ein weiterer Privatfahrer aus Österreich. Chris Nissen in Reihe 12 und Claudia Hürtgen. Nissen im Aufwärmtraining sensationell siebter. Dann Rüdiger Julius und Enrico Bertaccia. Die Reihe der Privatfahrer, mittendrin der Werksfahrer Ivan Capelli im Allrad-Nissan, daneben Patrick Ulrich, Michael Heigert und Riccardo Patrese in der 15. Reihe. Das Feld hier auf der Avis. Josef Bensch, der hier eingeblendet ist, leider nicht am Start. Er ist in diesem Trainingsunfall mit Hans-Joachim Stuck verwickelt gewesen. Ausverkaufte Ränge, 35.000 Zuschauer an zwei Tagen hier auf der Avis. Sie sehen hier viele Honda-Flaggen, das hat einen guten Grund. In Berlin wurde parallel der neue Honda Civic präsentiert den Händlern. Und alle deutschen Honda-Händler sind heute hier auf der Avis zu Gast. Natürlich werden sie ihren Honda-Piloten die Daumen drücken, aber die haben einen weiten Weg nach vorne, denn vorne sind ausschließlich die anderen vier Marken im Training zu finden gewesen. Sie sehen es hier an diesem Bild, auf den ersten vier Startplätzen, vier verschiedene Fabrikate, das hat es noch nie gegeben. Und das Ganze spielte sich ab innerhalb von 800stel Sekunden zwischen Keith Odor, Jochen Winkelhock, Roland Asch und Frank Bieler auf den ersten vier Positionen.
Wenn Sie unsere Übertragung in diesem Jahr verfolgt haben, dann erkennt man den Frank Bieler normalerweise ja an den gelben Außenspiegeln. Das ist heute allerdings nicht so. Bieler mit silbernen Außenspiegeln. Emanuel Pirro dagegen fährt die gelben Außenspiegel. Das ist ganz einfach zu erklären. Bei Audi hat man panische Angst, dass der beste Mann im Stall, nämlich Frank Bieler, der Tabellenführer, abgeschossen wird von der Konkurrenz. Hier sehen wir die silbernen Spiegel mit einem kleinen rosa Punkt. Das ist also heute Frank Bieler. Und der Emanuel Pirro, der eine Reihe weiter hinten steht, hat die gelben Spiegel. Der Start in Berlin sehr schwierig. Es wird um eine Kurve herum gestartet. Die Ampel ist schon rot geschaltet, grünes Licht. Wer gewinnt den Sprint, den langen Sprint zur ersten Kurve? Das ist zunächst einmal Jockel Winklok, der einen super Start erwischt. Isodor ganz klar ausbeschleunigt. Und Jockel Winklok, der hatte panische Angst, dass er einen schlechten Start hat. Er wollte unbedingt gut wegkommen, um dann möglichst mit einem großen Polster in die erste Ecke einzubiegen. Zwei BMW schon vorne, der Alex Burgstaller mit einem glänzenden Start auf Platz 2. Dann Odor, der spät bremst und jetzt reinstechen wird bei Alex Burgstaller und er schafft es. Es geht alles erstaunlich gesittert, das haben wir ja schon ganz anders gesehen auf der Abus. Da gibt es aber bereits den ersten Klemmer und das dürfte Tamara Vitali sein mit einem der Audi, die da hängen blieb gerade an den Leitplanken. Also schon in der ersten Kurve doch einige Differenzen. Aber es ist alles relativ glatt gegangen, außer für Ivan Capelli, der hier weggeschoben wird. Aus der Spitzkehre, also einer der Nissan schon draußen, während Jockel Winklok, der große Sieger von Salzburg, die erste Runde als Spitzenreiter beendet. Kisodor aber hat den Anschluss inzwischen schon wieder hergestellt. Und dann kommt die Verfolgermeute. Die Audi-Fahrer schlecht gestartet, wie zuletzt schon in Salzburg. Dabei dachte man, dass sie hier auf der Berliner Avus, wo es die Spitzkehre gibt und dem Allradantrieb einen Vorteil geben müsste, eine Klasse für sich sein müssten. Winklok, Odor, Burgstaller, dann Cox. Dann erst der beste Audi mit Alfred Heger und Frank Bieler zurückgefallen auf die 7. Position. Und der Kisodor, der greift jetzt schon zum ersten Mal den Jockel Winklok an. In der Spitzkehre war er gerade neben Winklok, während wir hier im Auto sitzen von Alfred Heger, der gerade einen Platz verloren hat an Peter Cox. Hinein in die Schikane. Alfred Heger verfolgt hier Peter Cox im zweiten Schnitzer BMW, während ein anderer BMW inzwischen in die Boxengasse eingebogen ist, nämlich Steve Soper, in dessen Auto wir hier sitzen, also unser zweiter Kamerawagen, steht im Augenblick an den Boxen. Allerdings Soper im Training ohne Chance, ganz nach vorne zu fahren, genauso wenig sein Teamkollege Jörg Müller, der sich die Reifen übrigens im Abschlusstraining aufhob für das Rennen. So ist die Situation im Augenblick in diesem Team. Da raucht einer der privaten BMW, das ist Rüdiger Julius, im privaten Holzer BMW. Da hat es offensichtlich unterwegs eine Kollision gegeben. Und Kisodor greift nach der Führung. Winklok muss Kampflinie fahren, Odor zum ersten Mal aus dem Windschatten herausgefahren. Winklok und Odor, die Spitzenreiter in diesem Sprint. Und Odor fährt eine extrem innere Linie in dieser Spitzkehre. Man hat bei Nissan Extra den Lenkradius verändert und einer der Bigazzi BMW wurde da gerade etwas umgedreht. Das müsste Roberto Ravaglia gewesen sein. Also turbulente Szenen schon in diesen ersten beiden Runden auf der Berliner Avus. Das sind wir aber nicht anders gewöhnt von dem Rennen auf der Berliner Stadtautobahn. Winklok, Odor, die beiden Spitzenreiter, also jene zwei, die aus der ersten Reihe gestartet sind, haben diesen Vorteil ausnutzen können und setzen sich im Augenblick hier im Sprint Meter um Meter ab. Der beste Audi nach wie vor nur auf der 5. Position. Alfred Heger auf 5, dann Frank Wieler auf Platz 6. Beide übrigens mit silbernen Außenspiegeln. Und Odor greift jetzt Winklok an. Odor ist vorbei. Führungswechsel in der 3. Runde. Zum ersten Mal im D1 Super Tourenwagen Cup liegt ein Nissan Primera auf der 1. Position. Wir sitzen wieder bei Alfred Heger, der versucht immer wieder den Peter Cox anzugreifen. Der Holländer, der im Training nicht ganz so gut zurechtkam wie sein Teamkollege Jockel Winklok, der aber dann einen neuen Motor spendiert bekam für das Aufwärmtraining und damit schnell unterwegs war. Vorne im Bild Steve Soper, der ist über Runde gleich. Dahinter kämpfen Kisodor und Jockel Winklok. Bei Nissan gibt es übrigens einen neuen Rennchef bei Nissan Motorsports Europe, während Kisodor jetzt hier gerade die Scheinwerfer anmacht, um Steve Soper zu signalisieren, dass die Spitze heranfliegt.
Kazuo Iyoki heißt der neue Mann in England bei Nissan Motorsports Europe. Und er ist zum ersten Mal hier dabei bei einem Rennen in Deutschland auf der Avus. Und er sieht gleich die ersten Führungskilometer von Nissan im D1 Supertourenwagen Cup. Da hat Alfred Heger Platz gemacht für Frank Bieler in der Spitzkehre. Das heißt, Bieler jetzt auf Position Nummer 5. Das sind natürlich die beiden Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Frank Bieler jetzt auf Platz 5 und Jockel Winkelhock hinter Kiesodor auf Rang 2. Hier sehen wir das. Alfred Heger hat seine Markenkollegen vorbeigelassen und brav Platz gemacht hat jetzt Steve Soper. Hat sich nicht eingemischt in diesen Kampf an der Spitze, obwohl er sicherlich jetzt Kiesodor hätte etwas behindern können, um Jockel Winkelhock den Weg nach vorne zu ermöglichen. Da war Michael Heigert gerade in der Leitplanke in der Spitzkehre. Einer der vielen BMW-Privatfahrer in diesem Feld. Honda-Fenster auf den Tribünen fürchterlich erschüttern. Beide Honda-Akkords sind stark beschädigt. Armin Hane und Klaus Niedzwitz mit Blessuren auf dem Weg zurück an die Boxen. Auch Jörg Müllers BMW ist arg ramponiert, die Schnauze eingedrückt. Und da sehen Sie, die vielen Honda-Fahnen, die wir vorhin gesehen haben, sind eingezogen. Enttäuschung auf der Tribüne bei den Honda-Händlern. Was ist da passiert in der Spitzkehre? Da sehen wir Jörg Müller mit dem bereits eingedrückten BMW. Das war nicht die Szene, aber hier sehen wir, was passiert. Das ist Armin Hahn, unser Geburtstagskind, der sich offensichtlich verbremst. Er hat auch schon Spuren am Heck. Da kommt Klaus Niedzwitz auch zu spät auf der Bremse und fährt seinem Teamkollegen Armin Hahn in die Seite und schiebt diesen dann auch noch Richtung Leitplanke. Das ist natürlich bitter. Die beiden Honda-Kollegen, die sich schon auf dem Salzburgring einen erbitterten Zweikampf geliefert haben, der viele überrascht hat, dass das so hart zur Sache ging. Und jetzt fahren sie sich hier auf der Avus gegenseitig in die Kiste. Nietzsche steht an der Box. Sein Honda vorne rechts stark beschädigt durch die Kollision mit Armin Hane. Hane ist noch mit von der Partie, wird auf der 12. Position geführt. Vorne alles beim Alten. Kiesodor, Jockel Winkelhock, die haben sich weit abgesetzt inzwischen. Peter Cox, 6,98 Sekunden, sein Rückstand da hinten fährt er gerade um die Spitzkehre. Und was viel wichtiger ist im Kampf um die Meisterschaft, Frank Bieler ist zurückgefallen auf die 6. Position, wird immer langsamer. Letzte Runde 1:02:67, also fast 3 Sekunden langsamer als die Führenden. Bieler, da sehen wir ihn mit dem silbernen Audi, wird immer weiter zurückgereicht, fährt jetzt schon hinter Alexander Burgstaller und Roland Asch. Ja, was ist da los bei dem Mann, der die Tabelle anführt? Der jetzt wieder wertvolle Punkte verlieren wird, wenn es bei diesem Ergebnis im Sprint bleibt. Bieler in der langgezogenen Zielkurve, kommt nicht mehr mit den vor ihm fahrenden Alexander Burgstaller und Roland Asch. Achten wir einmal auf die Rundenzeit, 1:01:00, ist wieder etwas schneller geworden, aber ist immer noch fast eine Sekunde langsamer als Spitzenreiter Kiesodor und Jockel Winkelhock. Da gibt es offensichtlich Probleme bei Frank Bieler. Riesengroß geworden der Abstand, 12,66 Sekunden. Und Bieler muss aufpassen, denn von hinten, da naht schon Roberto Ravaglia, ein weiterer BMW-Pilot, der auf dem Salzburgring auf dem Siegerpodest stand. Er liegt nur noch 1,4 Sekunden hinter Bieler. Da haben wir Roberto Ravaglia mit den aufgeleuchteten Scheinwerfern hinter Frank Bieler. Vorne scheint doch alles gelaufen. Kiesodor
hat 3-4 Wagenlängen Vorsprung auf Jockel Winklock jetzt in den letzten beiden Runden in diesem Sprint. Das könnte ein historischer Moment werden auf der Berliner Avus. Der erste Nissan-Sieg im D1 Supertourenwagen Cup. Und es wäre der erste Sieg einer japanischen Marke in dieser Rennserie. Alexander Burgstaller hat zu kämpfen gegen Roland Asch. Roland Asch, der einen spektakulären Unfall hatte im Training im Regen, als ihm Chris Nissen beim Abwinken des ersten freien Trainings ins Heck krachte, sein Auto total zerstört. Und Asch ist mit dem dritten Auto des Eggenberger Teams jetzt hier in diesem Sprint unterwegs. Bieler hat offensichtlich riesengroße Probleme. Roberto Ravaglia hat den Tabellenführer bereits eingeholt. Und Ravaglia wird mit Sicherheit alles probieren, Bieler zu überholen. Ravaglia hat selbst noch theoretische Titelchancen, obwohl klar ist, dass hier alles für Jockel Winkelhock fahren muss, den bestplatzierten BMW-Fahrer in der Tabelle. Odor hat die letzte Runde bereits in Angriff genommen. Winkelhock mit schon über eine Sekunde zurück. Dann Peter Cox. Und Roberto Ravaglia ist schon vorbei an Frank Bieler. Das ging ruckzuck. Bieler auf der letzten Rille gerade auf der Bremse. Aber Ravaglia bleibt vorne. Bieler also zurückgefallen auf den sechsten Platz. Und Kisodor biegt jetzt schon in die Zielkurve ein. Es gibt den ersten Sieg für Nissan in dieser Serie. Er hat es also tatsächlich geschafft, woran kaum einer geglaubt hat, dass er diese Pole Position tatsächlich ummünzen kann in einen Sieg im Sprint und dann vielleicht sogar nachher im 100 Kilometer Rennen. Die Sensation auf der Avus ist perfekt. Kisodor, der erste Japaner bzw. erste Engländer mit einem japanischen Auto, der im D1 Super Tourenwagen Cup gewinnt. Er siegt im Sprint vor Jockel Winkelhock und das ist wichtig für die Tabelle. Winkelhock holt weiter auf Frank Bieler, der abgeschlagen ins Ziel kommt auf der siebten Position. Wieder eine langsame letzte Runde. Rückstand 15,7 Sekunden und das als bestplatzierter Audi-Fahrer. Dahinter dann noch Alfred Theker auf Rang 8. Da wird man bei Audi wieder viel, viel diskutieren in den nächsten Minuten. Was hat man falsch gemacht? Es lief so gut im Training, es sah so gut aus. Speziell natürlich im Regen am Samstagvormittag, aber auch im Abschlusstraining, als Frank Bieler sich für die zweite Startreihe qualifizieren konnte mit 0,08 Sekunden Rückstand. Aber jetzt im Sprint, da hat nichts funktioniert, nur Platz 7 für Bieler. Und riesengroß der Jubel bei Nissan nach einer langen Durchstrecke. Der ADAC Super Tourenwagen Cup wurde Ihnen präsentiert von D1. Congratulations. Thank you. Very hard race. First victory for Nissan. What kind of feeling do you have in the moment now? Welches Gefühl hat Kies oder nach diesem Sieg? Perfect, but you know, that's the first race. The second race is the Es ist noch nicht perfekt, es ist erst anyway, das erste Rennen. Really das richtige Rennen kommt ja noch, aber das Auto ist sehr gut. Handling is good. Die Bremsen sind gut, das Handling ist gut. Die Schikane. Die Schikane ist noch nicht ganz so perfekt, aber das andere Auto ist perfekt. Jockel Winkelhock had a better start than you. What happened there? Jockel Winkelhock hat einen besseren Start. Was war da los? Damit hat er gerechnet, dass der Heckantrieb besser ist beim Start. Aber abgesehen von der Schikane waren wir besser als er. Ich habe 4-5 Runden abgewartet, dann habe ich ihn attackiert. War es leicht, ihn zu überholen? Nein, natürlich nicht. Es ist nie einfach, Joe zu überholen. Vor allem hier, weil es nur eine einzige Stelle gibt zu überholen. Man muss etwas Risiko eingehen, aber das Auto war gut. Und Joe muss natürlich an seine Titelchancen denken. Das macht es mir etwas leichter, weil er etwas vorsichtiger fahren muss. Was hat er gefühlt, vorneweg zu fahren? Die letzte Runde war die schnellste Runde, die ich in den 23 Runden fahren konnte. Also es war perfekt. Congratulations. Thank you very much. Okay.